Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück auf dem Sephiroth-Plateau. Wir kämpfen hier heute gegen Thomas und Thomas hat ein interessantes Team dabei. Gengar, Zwirklob, zwei Geister. Okay, ich habe hier ein... Ich würde mal sagen... Ein etwas interessanteres Team dabei, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Ein paar Pokémon, die man nicht so oft sieht. Vor allem zwei davon. Oder eins. Ein ganz spezielles. Was das für Pokémon sein werden, das werdet ihr heute sehen. Ich habe heute ein bisschen weniger Power mitgenommen, da wir in den letzten zwei Battles gesehen haben, dass zu viel Power irgendwie, naja, ne, so lala ist. Warte mal, ich wollte eigentlich noch kurz was nachgucken, bevor wir das Battle starten. 30, okay. Hat nichts mit dem Battle zu tun hier, hat mit einem anderen Battle zu tun, also mit dem vorvorherigen Battle. Okay. So. Ash beginnt mit Spiky. Das ist schon mal ziemlich okay. Da ich einfach mal davon ausgehe, dass er für... Wow, ich habe gar keine Tarnsteine auf dem Scheißviech. Nevermind. Dann gehen wir eben mal für ein Erdbeben, einfach um die Robustheit zu brechen. Hat das Ding Robustheit? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Ding jetzt Robustheit hat. Die Sache ist, die will er jetzt zu einem Geist rauswechseln. Will er wirklich zu einem Geist rauswechseln? Er könnte zu Gengar rauswechseln, theoretisch. Denn Gengar resistet die Samenbomben und er immunisiert das Erdbeben und den Turbodreher. Die Frage ist nur, will er das wirklich tun? Wir bleiben einfach mal drin mit Barbo. Und er wechselt raus. Und wenn jetzt ein Gengar kommt, dann sage ich Tschüss zum Fokusgurt. Plankton. Zwirklob. Okay. Das sieht irgendwie wirklich aus wie Plankton. Ne? Einfach nicht grün, sondern was anderes. Okay. Auf jeden Fall. Ich wäre jetzt zu Gengar raus an seiner Stelle. Aber in Ordnung. Was machen wir denn da? Ich habe eine Idee, Freunde. Ich habe eine Idee. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Ich habe nichts, was das Ding sehr effektiv trifft. Das ist das Problem. Das bedeutet, ich müsste vielleicht mit Gift arbeiten oder so. Ne? Okay, wir gehen einfach mal zu unserem MVP raus. Das ist ein kleiner, ich würde mal sagen, Test. Ne? Schicken wir einfach mal unsere beiden Evoliten-Pokémon in den Kampf. Denn wir haben heute Purple dabei. Unser Evoliten Viscargogon. Er settet den Rain ab. Das ist gut. Weil ich heute meinen Greninja mit Sturzbach dabei habe. Und das kann ziemlich reinhauen, wenn es zum Focus-Sash gebracht wird. So, auf jeden Fall machen wir an der Stelle mal ein Toxin. Wenn er jetzt zu Plankton, hier, zu Tentantel raus switcht, nicht schlecht. Ne, er geht zu Sompex raus. Okay. Will er Mega... Wow, er wehrt das Toxin ab. Ernsthaft? Oh Gott. Leider haben wir keinen Dingens hier auf diesem Pokémon, was ziemlich bad ist. Das ist echt doof gerade. Das ist schon ein bisschen doof, muss man ganz ehrlich sagen. Dass das Toxin jetzt gemisst hat, hätte nicht sein brauchen, aber okay. Okay. Der Ice Punch wird Babo zerfetzen. Ah, dumm, das ist echt dumm. Ich glaube, wir müssen Purple an der Stelle gehen lassen. Weil, das jetzt versuchen zu saven, nur damit wir es im Kampf zeigen können, wäre ein bisschen blöd. Ne, wäre von mir aus gesehen so ein bisschen dumm. So, Kaskade. Er hat predicted, dass ich auswechsle. Okay. Okay. In Ordnung. Okay, ich sag ja nichts. Alles gut, Freunde. Alles okay, alles gut. Ich wollte ja, ne, also, ich habe ja nichts gesagt, man. Also, ist alles gut, man. Alles gut. Oh je, oh je, oh je.
kriegt er den Kaskadenflinch. Naja, okay. Oh Mann. Ja, das Ding ist auf jeden Fall ein kleines, gefährliches Pokémon, was ziemlich viel überleben kann. Ne, mit dem Evoliten. Aber zurzeit bringt es uns einfach gar nichts, weil es trifft nichts sehr effektiv und das Moveset darauf ist jetzt nicht sehr, sehr stark. Alles, was wir sehr effektiv treffen könnten, wäre Snibuna mit dem Steinhagel oder Heracross. Nee, das resistet, beziehungsweise ist neutral. Also ja, ne, ein Pokémon könnten wir sehr effektiv treffen und das war's dann auch, also... Ne! So. Auf jeden Fall war's das für Viscogon. Ja, die Frage ist jetzt, zu was gehen wir raus? Das Ding ist, er hat Steinchen draußen und Babbo ist somit nicht mehr auf Robustheit. Das heißt, er wird keinen... Wird er einen Angriff tanken im Regen? Das ist ätzend, Alter. Ja, der Focus-Sash von Quajutsu ist ebenfalls am Arsch. Also das Ding ist, wir müssen den Regen ausstallen, sonst haben wir keine Chance mehr. Wir müssen zu Rico raus. Und wir müssen diesen blöden Regen ausstallen. Das ist mega ätzend gerade. So, ich gehe mal für einen Säurespeier, damit wir das Sumpix auf jeden Fall in der nächsten Runde raushauen können. Ich weiß nicht, ob die Kaskade reichen wird. Okay. Spiky. Ob er das wohl predicted hat? Ich weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall lässt jetzt der Regen nach. Was genau will er tun? Weil jetzt ist ein Flammenwurf wieder vierfach effektiv. Und wenn das Ding stirbt... Ich glaube nicht, dass er drin bleiben wird, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass er drin bleiben wird. Nö. Er hat einen Double Switch gemacht, um zu was zu gehen. Plankton. Interessant. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, wir wechseln jetzt ganz einfach mal zu... Zu was wechseln wir? Zu Babbo. Oder? Oder zu Rotom Heat vielleicht? Heat kann hier an der Stelle nicht wirklich... Warte mal. Wir könnten an der Stelle zu Babbo raus und sein Mega-Sumpex im Regen predikten. Dieser Play muss jetzt sitzen. Wenn dieser Play nicht sitzt, wird es ziemlich schwierig. Und es tut mir übrigens leid, dass ich so still bin, Freunde. Aber will ich hier die Samenbomben revealen? Wir müssen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Er wechselt nicht raus, er bleibt einfach drin. Okay, dann bleibt er eben drin. Ah, ihr Licht, ernsthaft. Natürlich, ihr Licht. Was denn auch sonst? Naja, okay, dann stallen wir eben den Regen raus. Wir können auch die Steinchen einfach wegspinnen. Wird er jetzt rauswechseln? Ich glaube, ja. Ich glaube, er wechselt raus zu Sumpex. Nö, wechselt er nicht, okay. Er geht einfach für einen Leitheiler. Will er jetzt hier echt stallen? Will er Babbo jetzt runterstallen? Echt? Ätzend. Das ist ätzend. Das ist richtig ätzend. Wir haben keine fucking Pflanzenattacke und ich will meine beiden... Ich will Quajutsu nicht verlieren. Quajutsu ist unsere Win Condition. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Also wir müssen Babbo hier eigentlich opfern. Ich gehe nochmal für eine Samenbomben. Babbo wird hier eh sterben. Also wir können eigentlich nichts mehr tun. Ja, geht einfach für Nachtnebel. Das ist pretty safe.
pretty safe von ihm. Pretty safe, also leider hat unser Play nicht gezogen. Haben wir was, was denn? Nee, Nachtnebel will nix tanken. Und das bedeutet, wir haben keinen... Wir haben keine Möglichkeit mehr, die Steinchen wegzuspinnen. Weil Babbo so oder so sterben wird. Tja. Dann werden wir hier Babbo gehen lassen. Er geht für einen Regentanz. Dieser schlägt fehl und jetzt lässt der Regen nach. Okay. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Weil wir jetzt zu Rotom rein können. Wird er für den Regentanz gehen? Wenn ja, dann haben wir ihn in Regentanz. Nein, wird er nicht. Er wird ganz einfach zu fucking Sumpex rausgehen und unser Leben recken. Zu Snebuna. Okay, dann bekommt Snebuna jetzt nämlich einen Walschal, der ihm nicht viel bringen wird, weil der schon so genug stark ist. Und der Fokusgurt ist weg. Das bedeutet, wir können jetzt... Wir könnten jetzt für einen Hitzekoller oder für einen... Ja, aber es ist immer noch dieses blöde Sumpex da, was uns richtig wreckt. Egal, Sumpex kriegen wir mit Roserade weg. Das passt schon. Wir gehen einfach mal für einen Hitzekoller. Abschlag. Das reicht wegen einem Crit. Wow. Wow. Das darf doch nicht wahr sein. Er kriegt einen so elementaren Crit. Dieses Snebuna wäre weg gewesen. Ja, okay. Dann gehen wir eben zu Kwajutsu. Welcher den Fokusgurt verliert. Und setzen jetzt... Hauen jetzt mit einer Hydro-Pumpe rein. Denn alles andere wird resisted. Gucken wir mal, was wir hier so tun. Er geht zu Sumpex. Okay, das ist ein neutraler Hit. Wenn der trifft, dann dürfte das ein Two-Hit-KO werden. Jo, ein knappes Two-Hit-KO. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal für eine Hydro-Pumpe. Einfach, um Sumpex rauszunehmen. Er muss jetzt an der Stelle rauswechseln, sonst hat er ein Problem. Sonst wird er nicht mehr outspeeden mit Sumpex. Jo, das ist genau das der Fall. So, und da kommt Plankton zurück. Plankton will einen Regentanz setupen, damit Sumpex schneller ist. Aber das wird, ehrlich gesagt, nur zu unserem Gunsten sich auswirken, weil dann unsere Hydro-Pumpe noch mehr Damage macht. Wir können jetzt auf jeden Fall für eine Finsteraura gehen und outspeeden. Er kann nicht outspeeden und er kann auch nicht in Gengar wechseln. Also er muss hier ein Pokémon gehen lassen. Kwajutsu ist hier echt gerade ein MVP. Er wechselt wieder raus. Zu was? Zu Fight Beetle. Und das ist das Heracross. Okay. Ist es ein gescarftes Nahkampf-Heracross? Wahrscheinlich ja. Nee, warte mal. Doch. Kann sein. Kann auf jeden Fall sein. Wir dürfen Kwajutsu hier nicht sterben lassen. Das ist einfach Fact. Die Frage ist jetzt... Er hat immer noch alle Pokémon, ne? Wir müssen eigentlich zu Rico raus. Kwajutsu und Rico sind super wichtig, ey. Rico und Kwajutsu sind super richtig wichtig und Roserade hat eh keinen Sash mehr. Das bedeutet, Roserade ist an der Stelle auch nicht mehr so wichtig, da Roserade nichts aus dem gegnerischen Team outspeedet. Es könnte zwar das Sumpex one-hitten, aber Sumpex ist so low, dass wir es mit einer weiteren Dingens runter bekämen. Mit einer weiteren Hydro-Pumpe. Da kommt viel in der. Den könnten wir tanken. Nö, können wir nicht. Okay.
In Ordnung. Dann gehen wir jetzt raus zu Rico. Ich glaube, das war der richtige Play. Es steht aber 6 zu 2. Das Battle werden wir auf keinen Fall gewinnen. Aber wir können wenigstens noch rausholen, was möglich ist. Wir gehen jetzt einfach mal für einen Flammenwurf. Wenn er zu Snibuna geht, ist es tot. Alles, was er machen könnte, ist zu Sumpex raus. Tentantel würde auch sterben. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf Flammenwurf. Ne? Er ruft zurück. Zeig uns das Tentantel. Nö, Sumpex. Natürlich geht er zu Sumpex raus. Aber okay, vielleicht bekommen wir einen 10% Burn. Ne? Wäre ja mal so eine Entschädigung für den Volltreffer von vorhin. Aber natürlich bekommen wir den nicht. Was wir aber machen können, ist für einen Drachenpuls gehen. Aber ob der reichen wird, weiß ich einfach nicht. Säurespeier oder Drachenpuls? Flammenwurf wurde vierfach resistet. Das heißt, Drachenpuls müsste eigentlich aus der Range killen. Und das settet jetzt den Regentanz auf. Das bedeutet, wenn dieser Drachenpuls nicht killt, dann haben wir das Battle verloren, weil dann kann er sweepen. Und es reicht nicht. Es reicht ganz, ganz knapp nicht. Schade. Schade, schade, schade. Na, das war's wohl. Kaskade wird kommen und uns vernichten. Wir haben keine Resistances. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Er wird auch unser Greninja outspeeden. Und somit verlieren wir unser erstes Battle 6 zu 0. Alter Schwede, was zum Teufel. Das ist crazy. Wir resisten zwar, was er macht hier. Aber wir werden nicht outspeeden, weil wegen Wassertempo. Und mit einer Kaskade oder einem, was auch immer er hat, Erdbeben wird auch schon reichen. Wird auf jeden Fall das Game entscheiden. Alter, krass, Thomas, du hast uns aber wirklich hart weggebatzt. Da muss ich... Wir überleben das. Er hatte Fokusgurt auf Snibuna. Das bedeutet, auf Gengar dürfte er keinen Fokusgurt mehr haben, wenn er sich an die Item Clause hält. Aber das glaube ich nicht. Er outspeedet sowieso und trifft mit Donner. Okay. Krasses Regentanz-Team, Mann. Echt gut. Wirklich gut gespielt, Mann. Warum outspeedet Gengar naturell ein... Vielleicht ist es auch gescarft. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall GG Thomas 5 zu 0. Alter Schwede, das war krass. Obwohl viele Pokémon von ihm auch schon low waren, hat er uns richtig krass outplayed. Ja, ich würde sagen, der Abschlag, ja. Also im Großen und Ganzen hat es nicht gemattert, weil er hat Hochhaus gewonnen. Aber was die Situation anbelangte, hat es auf jeden Fall gemattert. Wir hätten das Ergebnis vielleicht noch um 2 Pokémon schmälern können, aber einfach nur krass. Also Mega Sumpex, einfach nur grandios und heftig. Wo war mein Missplay? Wo war mein Missplay? Ich weiß nicht. Also... Keine Ahnung. Vielleicht war ein Missplay, dass ich das Ding hier mitgenommen habe, denn somit haben wir schon mal 5 zu 6 gestartet. Ich weiß ja nicht, also es ist zwar ein cooles Set, aber ehrlich gesagt würde ich es nicht im OU spielen. Wutanfall, schön und gut, aber mit 106 Angriff, also ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht, ne, mit einem Quajutsu, okay, das ist Level 100, aber ich sag jetzt mal Donphan. Donphan hat, glaube ich, kein Angriffsinvestment und hat trotzdem 155, ne, also ihr seht, 106 ist nicht so viel für einen Wutanfall. Fluch, okay, wenn man dem Zeit gibt, sich hoch zu fluchen, könnte es was reißen, wer weiß, vielleicht in einem Bizarro-Raum-Team. Steinhagel, ja, vielleicht gegen Ramot oder Fiaro, vielleicht Toxin, okay, es hat keine Recovery, es hat, ja, es ist halt eine schlechtere Version von, Godzilla. Und Godzilla hätten wir in diesem Kampf richtig krass gebrauchen können, mit dem Wine Whip, ne, mit der Pflanzenattacke, die locker gereicht hätte, um Sumpex aus dem Spiel zu nehmen. Also da hätten wir schon in der ersten Runde den größten Threat rausnehmen können. Also, ja. Purple ist, ist eine schöne Idee. Habe ich übrigens von Seven bekommen. Er macht immer solche Sachen, ne? Aber ganz ehrlich, in dem Format, was wir hier machen, nicht zu gebrauchen. Was vielleicht hätte zu gebrauchen sein können, wäre Roserade gewesen. Mit dem Fokusgurt.
Allerdings war es halt einfach so, dass er zwei Geist-Pokémon dabei hatte und den Turbodreher richtig schön rausspielen konnte. Rico, ja, war ganz okay, sagen wir mal so. Quaiuzu war gut, war wirklich gut. Leider nicht so gut, wie ich gehofft habe, aber es war gut. Ihr müsst euch überlegen. Das Ding mit Strauchler, ne? Und Wandlungskunst. Sumpex hätte keine Chance gehabt. Es wäre einfach One-Hit gewesen. Aber es ist halt nicht dieses Uber-Quaiuzu. Es ist halt nur das normale Quaiuzu mit Sturzbach. Meine Idee dahinter ist einfach, in der ersten Runde einen Regentanz zu setupen, sich auf den Fokusgurt runterschlagen zu lassen und dann mit Hydro-Pumpe zu sweepen. Weil dann hat er Sturzbach-Boost und Regentanz-Boost. Und das ist mäßig, ne? Also, das Ding kann Mega-Damage hauen, aber wenn halt Steinchen liegen und wenn halt Prios da sind, dann ist es mega schwierig zu spielen und deswegen gehört dieses Set von Greninja keinesfalls in die Uber. Babo war in diesem Kampf gar nicht nützlich, weil einfach alles immunisiert wurde. Also wir hatten zwar Samenbomben, aber no chance, ne? No chance. Rotom, wurde weggekrittet, konnte nicht viel machen, hätte es Nibuna raushauen können. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, hätte das noch was gerissen. Es ist zwar auf Init, ne, man sieht es auch am Split. Der Init ist das, was am höchsten ist von dem Ganzen. Es hätte vielleicht noch... Ich weiß nicht. Was machen können. Oder als Deathwater nützen können oder was auch immer. Aber, naja. Also, der Kampf war nicht sehr solide. Umso solider von Thomas gespielt. Er hat uns ein mega krasses Team präsentiert. Ein Gengar mit Donner, ne, im Regen macht absolut Sinn. Zwirklob mit Regentanz, Sumpex mit Regentanz und Tentantel, ne, im Regen. Natürlich die Feuerschwäche, um sie zu dezimieren. Ob es reicht, weiß ich nicht, aber es kann sein, wenn es nicht Stab ist, ne. Snibuna ebenfalls natürlich immer ein super starkes Pokémon mit Fokusgurt und, ne... Heracross. Ich habe vergessen, dass mein Dompam keine Steinchen hat. Das ist so eine Dummheit. Also, ein Dompam ohne Steinchen zu spielen, ist irgendwie dumm. Irgendwie dumm, denn dann hätten wir, ja, weniger Probleme gehabt, vielleicht. Ne? I don't know. Auf jeden Fall, Freunde, danke, dass ihr zugesehen habt. Ein etwas längerer Part wegen dem Labern nach dem Video. Aber ich will euch ja auch ein bisschen sagen, was so in meinem Kopf vorgeht und was ich mir so bei einigen Pokémon denke oder bei einigen Teams. Und wenn man so ein Team sieht, dann ist man schon ein bisschen prädestiniert dazu, in den Arsch zu bekommen. Aber okay, genau um das geht's ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier auf dem Sephiroth-Plateau kämpfen. Ich werde jetzt, glaube ich, noch einen letzten Kampf machen und dann werde ich abhauen. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Nuzlocke auf. Wir werden es sehen. Bis dann und tschüss.